Hallo zusammen. Neue Box ist da. Die Degusta-Box Cold. Gekühlte Lebensmittel. Und wir schauen direkt rein. Wie immer eine Übersicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Artikel. Mit Isolierfolie. Kühlakkus, die sind noch richtig gefroren. Also mache ich mir keine Sorgen, dass die Sachen nicht gekühlt sind. Kerrygold Pizzakäse. Verbesserte Rezeptur, okay. Den Pizzakäse selber kenne ich. Kerrygold glaube ich auch recht gerne. Verbesserte Rezeptur halt. Bürgel vegane Maultaschen 2.0 mit Fleischgeschmack. Warum macht man das? Warum macht man nicht Maultaschen mit Spinat und keine Ahnung was? Ich werde es nicht verstehen. Planted Chicken Kräuter Zitrone Nutri-Score B aus Erbsenprotein. Zutaten: Wasser, 26% Erbsenprotein, 17% Marinade, 3,1% Kräuter, Rosmarin, Thymian, Zitronenschale 2,2%, Erbsenfasern, Rapsöl, Vitamin B12. 26, 36, 43. 55. Ungefähr 40% Wasser drin. Geil. So kann ein Hähnchen noch nicht mal gespritzt sein. Naja. Jim Beam Red Summer Berries Bourbon Spritz. Habe ich in irgendeiner anderen Box schon mal gehabt. War lecker. 1, 2, 3, 4. 5 ist original griechischer Schafmilchjoghurt. Ja, da kannst du echtes Tzatziki machen. Nochmal Kerrygold, frisch und cremig Kirschpaprika. Super lecker, kann ich nur sagen. Habe ich mir schon mal im Laden gekauft. Pop Brotaufstrich, Tomate Nozzarella. Also Lebensmittelzubereitung auf Basis von Kokosnussöl. Ja, ist ja wohl. Kokosnussöl ist ja völlig neutral alles, super und geht gar nicht falsch und hast du nicht gehört und weißt du nicht. Vollkorn Flammkuchenteig. Da könnte man den griechischen Joghurt so nehmen. Mango Lugurt aus Lupinen. Und als letztes High-Protein-Mahlzeit Milchreis. Ja, 10 Artikel, 1,50 im Schnitt habe ich bezahlt. Ja, ist okay, haut mich jetzt ehrlicherweise nichts vom Hocker. Den Gesamtwert setze ich euch rein. Dadurch, dass hier wieder diese veganen Sachen dabei sind, vermute ich mal, dass wir über 30 Euro landen. Bis dahin, zur nächsten Box. Tschüss.